Das Solidaritätslied von Bertolt Brecht zu kennen, ist für jeden Linken Pflicht. Im Refrain heißt es: Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht, nämlich aus der Solidarität. Nun, zuletzt schaute die Linke eher rückwärts, auf den Mauerbau etwa oder Fidel Castros sozialistisches Kuba mit einer Beispielwirkung für so viele Völker. Ende Zitat. So heißt es in einem Geburtstagsbrief der Parteichefs Klaus Ernst und Gesine Lötsch an den Revolutionsführer. Statt sich um die Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin zu kümmern, gab es intern Ärger. Solidarität untereinander? Fehlanzeige. Die Klausur der Bundestagsfraktion in Rostock gestern und heute sollte Abhilfe schaffen. Tim Herden berichtet. Straßenwahlkampf ist ganz hartes Brot, besonders wenn der kaum einen interessiert. Noch schwerer wird es aber, wenn die eigene Partei da noch Knüppel zwischen die Beine wirft. Davon können die Genossen der Linken in Mecklenburg-Vorpommern ein Lied singen. Ihre Erfahrung im Landtagswahlkampf, die Querelen um das Führungstrio Lötsch, Ernst und Gysi, sind für potenzielle Wähler abschreckend. Sie sind sehr genervt davon. Also sie möchten einfach, dass das endlich mal aufhört und dass die Inhalte von uns endlich wieder transportiert werden und nicht unsere eigenen Quälereien. Seit Monaten heißt es in der linken Führungsspitze: jeder gegen jeden. Gysi ist verärgert über Lötsch und Ernst. Letzte Stichworte: Äußerungen zur Mauer, Glückwunschtelegramme an Fidel Castro und die Kommunismusdebatte. Fehler passieren jedem und jeder. Die Frage ist immer, wie man damit umgeht. Immer wieder verweist Gysi auf den nächsten Wahlparteitag im Mai 2012. Für ihn offenbar das Verfallsdatum für die Amtszeit der Parteichefs Lötsch und Ernst. Doch die beiden wehren sich. Was mich eher kränkt, ist, wenn ich für Dinge verantwortlich gemacht werde, für die ich selber nicht verantwortlich bin. Die Parteitage entscheiden und nicht Einzelne, die sich dazu äußern. Höchste Zeit für den Auftritt von Oskar Lafontaine. Er sieht als Gründungsvater der Linken sein Erbe dahinschwinden. Laut Umfragen ist es schon deutlich geschmolzen. Wir dürfen uns nicht zu lange und zu intensiv mit Nebenthemen beschäftigen. Dann entziehen uns die Wählerinnen und Wähler ihr Vertrauen. Gerüchte über ein erneutes Comeback des Saarländers als Parteivorsitzender halten sich hartnäckig, sollten Lötsch und Ernst hinwerfen oder zum Rücktritt gezwungen werden. Das ist nicht ausgeschlossen, wenn die Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin schiefgehen für die Linke. Und die Angst vor der hausgemachten Wahlniederlage treibt die Wahlkämpfer um. Gerade im Wahlkampf, nicht nur im Wahlkampf, ist es notwendig, dass eine Partei erlebbar ist und nicht als zerstrittener Verein, sondern als eine politische Kraft, die weiß, was sie will. Die Rostocker Genossen rollen ihr Banner ein. Sie hoffen erstmal auf eine parteiinterne Waffenruhe bis zum Wahltag am 4. September. Prognosen, wie es danach bei der Linken weitergeht, wagen sie nicht.